Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Plague Inc. Evolved. Heute geht es weiter. Wir werden heute das Necro-Virus, so hoffe ich, doch abschließen. Und diesmal sage ich das mit mehr Konfidenz, also mit mehr Überzeugung oder so, wie auch immer, was auch immer Konfidenz genau übersetzt heißt, als die letzten Male. Denn wer das noch nicht gesehen hat, ich habe vor ein paar Stunden ein Video hochgeladen, beziehungsweise also vor ein paar Stunden ist ein Video erschienen, wo wir ein bisschen gefarmt haben in Plague Inc. Und zwar auf das hier, weil jeder Guide für das Necro-Virus hat dringend nahegelegt, dieses Mutationsgen hier einzusetzen, und zwar Inaktivität. Das hatte ich noch nicht gehabt, aber da man Gott sei Dank jedes Mal, wenn man auch mit einem leichten Bakterium oder so das Spiel abschließt, irgendwas von diesen ganzen Sachen freischaltet, habe ich dann doch relativ schnell das Inaktivitätsmutagen freigeschaltet, verringert die Mutationschance deiner Seuche, und das könnte uns echt, echt helfen. Und aus genau diesem Grund würde ich sagen, werden wir so ganz einfach mit diesem Setup fortfahren, auf normal natürlich, und zwar World War, World War Sniper, so geschrieben, und das wird uns jetzt zum Ruhm verhelfen. Hoffentlich. Also, oder halt eher nicht weniger zum Ruhm, als vielmehr zur Auslöschung der kompletten Menschheit. Und wir starten in UK. Jetzt sollten wir ja wirklich schauen, dass wir nicht irgendwie großartige Probleme bekommen. Weil, ich meine, die Mutationschance ist, glaube ich, jetzt deutlich verringert. Was echt nicht schlecht ist. Und ja, das hier werde ich in speziesübergreifend erhöht Mutationsgefahr, werde ich nicht machen. Ich werde einfach schauen, dass ich die Ansteckungsgefahr so ein bisschen hochkriege. Und dann, das habe ich, ja, wie gesagt, ich habe leider einen Guide konsultieren müssen, weil ich sonst, glaube ich, langsam wahnsinnig geworden wäre. Und zwar, man soll einfach mal alle Menschen auf der Welt infizieren lassen. Also das hier steht, alle Menschen infiziert. Und dann soll man zu dem Zeitpunkt so etwa 60 bis 80 Punkte haben und dann einfach durchgehen mit der Tödlichkeit und den Zombies, und dann sollte sich noch nicht mal eine Setcom bilden. Das ist prinzipiell egal, allerdings Nasenschleim. Wahrscheinlichkeit der Dings. Nee, das ist nicht gut. Ich werde mal das hier machen. Das hier sollte ja hoffentlich nicht notwendig sein. Und das hier. Und jetzt sollten wir eigentlich Punkte sammeln. Also ich sollte, sobald hier die Liste über diesen Screen, also sobald ich hier scrollen muss bei den infizierten Ländern, sollte ich meine Punkte sammeln für die Zombies nachher. Beziehungsweise für die Symptome und dann die Zombies. Dass mir halt hier die Z-Com nicht dann eventuell doch noch einen Strich durch die Rechnung macht. Gott, es wäre so geil, wenn wir das heute schaffen. Ich kann es gar nicht erwarten. Ich hoffe, es wäre geil, wenn das jetzt hier im ersten Versuch mit dem scheiß Inaktivitätsgen direkt klappt. Natürlich, Übertragung auf Schiffen brauchen wir. Und dann werden wir wahrscheinlich das hier machen oder vielleicht eins von den beiden. Vielleicht auch beide. Mal schauen, wie schnell das geht. Okay, Ägypten ist schon mal infiziert. Ägypten ist gut, weil die haben sowohl Häfen als auch Flughäfen. Die haben sogar zwei Häfen. Also das ist echt nicht schlecht. Er ist allerdings aktuell nur einmal infiziert und der scheint offenbar tagelang in Isolation zu sein. Ist vielleicht irgendeiner, der von hier UK hier zurück, ein Asylant, der zurückdeportiert wurde. Sagt man in dem Fall deportiert? Ich weiß es nicht genau. So, wir machen mal das hier. Dadurch, dass die meisten armen Länder hier sind und das hier aber keine Ansteckungsgefahr-Bonus gibt. Die meisten armen Länder sind ja eher in der heißen Zone. Es gibt also hier Kanada, Norwegen und so sind ja nicht wirklich arm. So. Island ist schon mal gut. Noch passt es. Ich würde sagen, das hole ich mir als nächstes. Und dann, sobald ich das geholt habe, werde ich einfach warten.
Ein Punkt noch. Oh, Moment. So, das hier werde ich mir, glaube ich, nicht mehr holen. Vielleicht, wobei die sind beides, ich weiß noch nicht. Schauen wir mal, wenn wir jetzt irgendwie dann bei 80 Punkten sind und noch nicht mal alle Länder infiziert sind, dann wahrscheinlich, aber so wie es aktuell ausschaut, werde ich erstmal die Punkte so ein bisschen horten. Nicht ganz die Hälfte sind infiziert. Im Vereinigten Königreich sind inzwischen alle Menschen infiziert. Das ist sehr nice. Wird es eigentlich hier angezeigt nach Indonesien? Da sind 8 Infizierte. Indien sind 55. China. Ich glaube, das wird hier tatsächlich nach wenig Infizierte. Ach, steht hier sogar, wenn man länger drauf bleibt. Also hier steht, wie viel gesund. 99%. Dann hier in der Mitte sind auch 99. Hier sind auch 99, aber nur 99, 0 und hier nur... Okay, das heißt, es ist tatsächlich so ein bisschen gestaffelt. Ja, und jetzt würde ich sagen, sparen wir Punkte. Bonuspunkte sind nie verkehrt. Gehen wir nochmal ein bisschen Ansteckungsgefahr. Gefühlt sind gerade heiße Regionen nicht so geil drauf. Von daher machen wir nochmal den hier. Das kostet auch nicht allzu viel. Das ist zwar keine Ansteckungsgefahr, aber hey. Ja, und schon ist in den heißen Ländern nicht mehr ganz so sicher vor unserer neuen geilen Krankheit. Ja, das würde ich alles als heiße Regionen bezeichnen, die sich gerade hier infizieren. Ja, Grönland macht das Ganze so ein bisschen zunichte, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber nee, das sind doch alles heiße Regionen. Also eigentlich alles außer Grönland und hier Skandinavien und so kann man ja heutzutage als heiß bezeichnen, wenn ich nur so aus dem Fenster schaue. Gut, heute nicht. Heute regnet es hier bei mir, aber... Oder es ist so Vorregenwetter, aber... Wie viel... wir kriegen nicht mehr allzu viele Punkte, bis wir hier abgehen wollen. Madagaskar könnte noch ein Problem werden. Der Philippinen? I don't know yet. Komm, Madagaskar. Madagaskar. Nein! Okay, Philippinen. Madagaskar ist das Letzte, was noch wirklich eventuelle Probleme bereiten könnte. Wollen wir noch ein bisschen irgendwie eine Kleinigkeit an Ansteckungsgefahr... Das hier kostet nur 12. Komm, das wird uns jetzt schon nicht das Genick brechen. Sprach er und es brach ihm das Genick. Ich hätte vorher speichern sollen. Wir kriegen auch hin und wieder Bonuspunkte. Also, das Tutorial hat gesagt, mit 60 kannst du es schaffen, je nachdem wie viel du vorher... Ich habe jetzt, glaube ich, schon relativ viel hier entwickelt. Und es kostet halt auch die Rückentwicklung, aber immerhin nur Madagaskar. Bitte, ich speichere jetzt sicher. Ich speichere jetzt sicherheitshalber nochmal neuer Speicherstand. Nicht, dass jetzt hier gleich kommt, Madagaskar schließt die Grenzen. Und dann denke ich mal so, oh fuck. Komm, Madagaskar. Ich meine, wenn es wirklich nur Madagaskar ist und sonst sind alle infiziert, können wir sie mit den Zombies vielleicht überrennen. Müssen wir vielleicht gar nicht. 69 Punkte. 69. Sehr gut. Und es schaut gut aus mit der Infektionsrate. Nice. 71 Punkte. Wie gesagt, mit 80 hat er gesagt, kannst du es kaum noch verscheißen, wenn du alle infiziert hast. Wenn du alle infiziert hast und 80 oder mehr Punkte hast, bist du beinahe in trockenen Tüchern, wurde mir gesagt. Heiße Länder werden heißer, okay. Das ist eigentlich gut, weil wir Hitzebonus... haben wir Hitzebonus gemacht? Ja, wir haben Hitzebonus 1 gemacht, immerhin. Sind noch nicht ganz 80 Punkte, aber es steigt langsam. Hier so manche Länder sind noch nicht ganz so am Zahn der Zeit, aber es ist natürlich eine exponentielle Sache hier. Infiziert, Zombies, tot, natürlich...
Je mehr infiziert sind, desto schneller geht die Infizierung. Hier so Iran und Nahosten, Irak und hier Angola machen noch so ein bisschen Probleme. Hier sind eigentlich alle infiziert. Ja, also immerhin kann jetzt durch Länderschließen nichts mehr Probleme machen. Ja, nur noch, weil die dunkelrot sind, die ist schon komplett, gut, nicht komplett, aber sehr zum, nee, doch, die dunkelroten sind ganz komplett infiziert. Okay, das heißt, für uns fehlen nur noch eine Handvoll Länder, die noch nicht ganz komplett infiziert sind. Aus diesem Grund würde ich jetzt einfach mal sagen, es schaut eigentlich gut aus. Also, ich wollte in der Sekunde ansetzen. Ich schwöre, dass ich sagen wollte, jetzt wäre ja sowas nicht so schlimm. So eine Mutation. So. Das hier macht die Tödlichkeit hoch. Kostet aber leider auch mehr. Macht nichts. Macht das die... Ich kann mir beides leisten, von daher... Das kann ich mir jetzt nur knapp nicht mehr leisten, aber das macht nichts. Ich glaube, das ist okay. World... Wow, das ist neu. World War Sniper versucht antisoziales Verhalten. Ein neues Virus wurde im Vereinigten Königreich entdeckt und World War Sniper getauft. Es scheint extrem antisoziales Verhalten auszulösen und wurde auch aus anderen Ländern gemeldet. Es wurde so getauft, weil es asoziales Verhalten auslöst. Also ich nehme jetzt hier persönlich Notiz davon. Achso, null Zombies. Ich dachte ja, null Infizierte, aber... Ägypten forscht, okay. Okay, Zombies, komm. Zombie noch ein bisschen schneller. Gerade so kleine Länder sollten ja relativ bald... USA startet arbeiten, okay. 14 Punkte, das ist sehr teuer, aber das hier macht halt... Zerstört höhere Hirnfunktion und Persönlichkeit. 14 Punkte, komm. Wenn ich das kriege, glaube ich, habe ich echt keine so schlechte Chance. So, komm, so ein paar kleine Länder können doch jetzt langsam mal schon... So, ja, gut, Island weniger, aber... Tod, Zombies, ja, oder so ein paar Bläschen. Z-Com im Nahen Osten gestartet. Mm. Okay, das ist natürlich weniger geil. Die Polizisten können nicht mehr schützen. So, machen wir noch ein bisschen mehr Rambazamba. Auf der Welt, das schaut gut aus. Ich glaube, das Heilmittel wird nicht mehr rechtzeitig fertig. Hoffe ich zumindest jetzt mal stark. Vor allen Dingen, wenn wir hier jetzt noch mal ein bisschen erhöht Schwere in urbanen Gebieten. Wobei, das hier wirkt, glaube ich, noch ein bisschen geiler. Jetzt können wir auch gleich die Fähigkeit Horde müssen wir als nächstes verwenden. Z-Com gewinnt an Einfluss. Das macht aber nichts, weil wir horden die jetzt gleich einfach aus. Zombies vernichten Japan. Okay, wir sparen uns noch 16 Punkte, glaube ich, bevor wir hier die Z-Com komplett vernichten. So. Jetzt sparen wir uns die Punkte, um sie gleich auf die Z-Com hier loszulassen. Weltweit schaut es gut aus. Ich mache nun mal die Schwere hier so ein bisschen höher. Das scheint gut zu sein. Oder mache ich jetzt doch hier 22... Macht sie schneller, bringt ja nicht so viel... Ich glaube, eher so Verlangsamung, so ist besser. Ja, das Heilmittel ist fast fertiggestellt. Das macht uns aber nicht mehr allzu viel, weil... Ah komm, die 22, die nehme ich mir noch, weil dann habe ich, glaube ich, die Z-Com mit ziemlicher Sicherheit am Sack oder wo auch immer ich sie haben möchte. So. Okay, 98%. Ich weiß nicht, ob das so 99%. Sie könnten es vielleicht fertigstellen, aber das macht mir gerade nicht allzu viel. Ja, ist fertig. Das ist okay. Aber gerade wenn wir jetzt hier
mit Zombies die Z-Com. Richtig gut. Ah, hier sind leider relativ wenige. Das ist aber okay. Können wir sie von hier her? Wir können sie hier eigentlich. Aber gut. Wir müssen dir jetzt nur mal ein bisschen. Oh ja. Oh, das ist. Das war echt nicht schlecht. Aber da können ruhig noch ein paar mehr hier. Von hier mal nach. Ihr wandert mal hier rüber. Und jetzt warten wir kurz auf Punkte. Oh. Den nehme ich auch noch mit. 18 Punkte, okay. Okay, das kriegen wir hin. Und zwar... So. Dann... So. Dann vor allen Dingen so. Und... Ja, eigentlich kann man auch den hier machen. Die kommen dann vielleicht so ein bisschen später, aber... Das schaut meiner Ansicht nach gar nicht schlecht aus. Okay, vielleicht jetzt hier noch ein bisschen geileren Scheiß. Hier sowas zum Beispiel, damit sie noch geiler werden. Okay. Ich brauche, glaube ich, noch 18 Punkte, dann habe ich eine relativ gute Chance hier, die zu ficken. So, weil jetzt... Mal folgenden. Hier, ihr geht's rüber. Hier, ihr geht's rüber. Hier, ihr geht's rüber. Hier, ihr geht's rüber. Und ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe, aber rein theoretisch könnte ich ja eigentlich vielleicht auch... Achso, geht leider nicht mehr. Ich dachte, die vielleicht. 13 Millionen. Okay, wir müssen sie, glaube ich, noch ein bisschen geiler machen, oder? 11 Punkte, komm. Mach sie noch ein bisschen geiler. Scheiß Z-Com, ich hasse dich. Vielleicht soll ich auch hier wieder erwecken. Vielleicht, dass ich dann dort direkt die Toten wieder erwecke, weil hier sind doch schon recht viele tot. Es kostet sehr viele Punkte. Nee, dann werde ich es mal... Okay, dann werde ich Folgendes machen. Ich werde euch hier wieder wecken. Dann werde ich... Ihr habt hier noch einige, genau. Ihr habt hier auch noch gut was. Und ihr hier... Scheiße. 9 Millionen, 2 Millionen... Die werden nur ziemlich schnell down gemacht hier im Nahen Osten. 34 Millionen Gesunde. Ich glaube, wir haben verschissen. Wir waren so knapp dran. So knapp dran. Vielleicht hätte ich echt noch das eine zurückentwickeln sollen. Ich hätte das eine noch zurückentwickeln lassen sollen. Scheiße, diese Kack-Z-Com. Ah, nee, da kommen dann zwar 800.000, aber die werden instant weggemacht. Ja, nee, das schaut leider nicht besonders gut aus. Fuck, okay, aber... Wir haben es beim ersten Mal diesmal deutlich weitergebracht. Also ich glaube, das war der beste Versuch bis dato. Expansion der Z-Com beschleunigt. Ja, wir haben halt leider keine Punkte mehr. Ja, vielleicht sollte ich gar nicht so viel die... Ja, World War Sniper ist ausgerottet. Macht aber nichts. Denn Sniper 2 steht schon auf dem Plan. Und diesmal... Ich hoffe, das hat alles von vorhin übernommen. Und diesmal werden wir, wenn alles gut läuft, wenn nicht steht, alle Menschen infiziert, zurückentwickeln. Oder vielleicht kommt es gar nicht dazu. Kann auch natürlich sein.
Die Welt trauert um Harambe. Ja, soll sie trauern. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht allzu viel. Ich werde die drei hier noch machen. Dann die beiden. Und dann würde ich sagen, reicht es. Vielleicht noch Arzneimittelresistenz. Wobei, gerade hätte mir echt die Forschungsgeschwindigkeit, wenn die langsamer wäre, was gebracht. Ja, vielleicht nehmen wir das so als letztes, als Möglichkeit. Hilfsprogramm für Länder, okay. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht vielleicht mit Bonus-DNA starten sollte, aber ich weiß nicht, ob das so wirklich gut funktionieren würde, weil mir das halt nur ganz am Anfang so einen kleinen Bonus gibt, aber nicht wirklich über Dauer. Und das könnte mir halt wieder hintenrum raus wirklich Probleme bereiten. Also ich hoffe, ich meine, wir können es rein theoretisch, wenn das wieder nicht klappen sollte, ums Verrecken. Verstehe, lustig, weil Verrecken, weil Zombies. Ja, aber wie gesagt, es könnte sein, dass Bonus-DNA am Anfang hilft. Muss nicht, kann aber. Ah, schauen wir einfach mal. Okay, UK ist gut infiziert. Ein Punkt mehr brauche ich. Dann kriege ich hier die arme Länder hier. Spezialkarte, mehr oder weniger. So. Und jetzt kommt Hitze, Arzneimittel und dann würde ich sagen, war es das. Hitze, Arzneimittel und dann heißt es Punkte warten. Auf Punkte warten. Wie viele Länder gibt es eigentlich? Sieht man das irgendwo? Achso, das wollte ich schon einmal wissen, aber es muss mindestens... Achso, nee. Achso, das heißt, es gibt nur 58 Länder. Okay. Weil sonst wäre dumm, wenn... Nee, das heißt, es muss 58 Länder geben. Wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt machen wir nochmal, wie gesagt, Hitze, Arzneimittel gleich und dann... Weil ich glaube, durch Arzneimittel schalten wir dieses notfalls genetische Shuffling frei. Wobei, das wird uns ja im Endeffekt auch nicht wirklich helfen. Ich glaube, es war gerade schon gar nicht schlecht. Ich habe nur so ein bisschen Pech gehabt, dass die Zombies nicht schnell genug alles ausgerottet haben, dass sich eine Z-Com gebildet hat. Okay. Ja, habe ich schon gesehen. Hier, Brasilien ist schon infiziert. Sehr gut. Dann Arzneimittelhitze haben wir. So, und jetzt würde ich sagen, werden wir diesmal nicht das machen, weil uns vielleicht die paar Punkte dann am Ende noch die Zombies geiler hätte machen lassen. Aus diesem Grund werde ich jetzt einfach mal so geschmeidig zuschauen, wie die Welt infiziert wird. Ganz gut chillt. Ganz genau. Wie gesagt, wir hatten, glaube ich, gerade 78 Punkte oder 76 Punkte. Und wie gesagt, 80 ist die Recommendation gewesen. Und genau diese paar Punkte hätten uns nämlich Zombies wahrscheinlich geiler machen lassen können. Und dadurch wären schneller die gestorben. Außerdem, es waren ja noch nicht alle infiziert. Weil das Heilmittel ist ja erst wirklich, da waren schon sehr viele Zombies. Hier, also wir müssen wirklich alle in allen Ländern infizieren lassen. Also es müssen quasi alle so dunkelrot sein, hier bei den Ländern. Dann erst dürfen wir striken. Weil dann können die sich auch mehr oder weniger brausen gehen, sollten sie das Heilmittel nicht rechtzeitig fertig kriegen. Also ein paar Ecken fehlen noch. Habe ich nicht den Hitzebonus? Doch, ich habe den Hitzebonus, weil hier in den heißen Gegenden geht's gerade nicht so gut. Na gut, vielleicht hätte man dafür vielleicht hier das hier. In trockenen Gebieten. Es kostet 11 Punkte. Komm, wenn wir 91 dann haben... aber ich glaube, das ist recht unrealistisch, dass wir 91 Punkte haben.
So. Ja, okay. 67, so. Wie gesagt, 80 wären schon nice. Und wir müssen definitiv alle auf der Welt infizieren. Sonst. Ja. Das heißt, jetzt müssen wir uns über die Bonus-DNS-Bubbles was holen. 3 Punkte ist schon noch nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil wir noch mindestens 3 kriegen, sind 77. Gerade hatten wir 78. Ah, leider nur 1 Punkt. Marokko und Madagaskar mal wieder. Also gerade Madagaskar ist... Gefühlt fahren da selten Schiffe hin. Marokko. Sobald Madagaskar infiziert ist, werde ich übrigens auch speichern. Ja, komm, gib mal noch ein paar Punkte. Bitte. Sei lieb. Sei lieb. Sei lieb, Zombie. Sei lieb, Zombie-Virus. Hol Stöckchen. Oh, 81 Punkte. Woher auch immer wir die gerade bekommen haben. Ich bin zufrieden. Da sind gerade 2 Schiffe nach Madagaskar gefahren und keins davon war infiziert. Erzähl mir doch nichts. Sind die alle von hier gekommen, wo so gut wie keiner noch infiziert ist? Komm, einer muss doch... Okay. Und speichern. Und jetzt werden wir mit diesem Speicherstand hier das auch hinkriegen. Ich lasse mir ja nicht komplett foppen. So, gib mir nochmal ein paar Punkte und dann lass idealerweise nichts mutieren bis zum Ende. Bis nicht hier mindestens 7 Milliarden Infizierte sind. Also bei 7 Milliarden und ein paar zerquetschen kann er gern anfangen zu mutieren. Aber, ja, weil gesamt sind 7,1 Milliarden. Weil so 100 Millionen Gesunde, die kriegen wir auch noch infiziert, während die Zombies ihren Stuff machen. Aber, jetzt in etwa hat mutiert letztes Mal und das war echt nicht gut. Und jetzt würde ich mir auch zutrauen, das zurückzuentwickeln. Come on, 7 Milliarden. Bitte, bitte 7 Milliarden. Und wieder mal hier so diese... Vielleicht ist das hier echt nicht schlecht, hier das in trockenen Gebieten. Aber ich will es nicht riskieren. Ich will es echt nicht riskieren. Weil sie sind trocken, aber sie sind auch arm. Also von daher müssen hier das hier doch eigentlich auch ganz gut abgehen, gell? So, ich speichere sicherheitshalber nochmal. Ich überspeichere den einfach, weil warum nicht? Und Dankeschön. So. 97% sind infiziert. Wir haben 90 Punkte, also... Komm, 7 Milliarden. Wehe, Botswana fickt mich dieses Mal. Weil der Nahe Osten ist gut infiziert, aber hier Irak... Irak und Botswana, komm ja. Zieht an. Ich hoffe einfach mal auf das Beste. So in etwa war es bei dem Typen, wo ich das gesehen habe. Da war auch so der Balken wirklich, also da hast wirklich nicht mehr viel blau gesehen, bis dann mal was mutiert ist. Und der hatte glaube ich nur 85 oder so, aber ja, das war wahrscheinlich das eine, was ich nicht an Ansteckungsgefahr reingeballert habe. 16 Millionen infiziert. 95 Punkte. Also ganz ehrlich, wenn ich es jetzt verscheiße, dann bin ich echt selber schuld, glaube ich. So. 100%? Ja gut, gerundet, weil 6,3 Millionen noch gesund sind. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt auf Nummer sicher und lass alle infiziert sein. Scheiß drauf. 97 Punkte. Also entweder alle infiziert oder 100 Punkte. Bei einem, was zuerst kommt, da werde ich dann anfangen auszurotten. Nur noch Botswana hat so ein bisschen was an gesunden Menschen. Und jetzt müsste gleich die ganze Menschheit infiziert sein. 2-0. Die gesamte Menschheit ist mit World War Sniper 2 infiziert.
Und jetzt würde ich sagen, warten wir immer noch, weil jetzt warten wir, dass uns eine Mutation ein paar Punkte abnimmt. Komm, mutier mal. Jetzt kannst du gerne frei mutieren. Wenn ich den 100. Punkt geschenkt bekomme, dann sage ich, okay, dann mache ich das aus meiner eigenen DNS-Punktetasche, aber jetzt wäre ich ganz geil, wenn hier mal in Mutation so passiert. Okay, wenn es mir schon schenkt, dann bitteschön. Jetzt ist die Frage, das hier ist vielleicht echt besser, weil wir brauchen ja keine Ansteckungsgefahr mehr. Geh mal so. 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 Und jetzt 16 Punkte. Sollte jetzt eigentlich klappen. Erster Todesfall in Indonesien. Senkt weitere Forschungsgeschwindigkeit. Oder ich mache den hier. Der ist vielleicht sogar sinnvoller. Wobei... Ah, ich hoffe, ich habe jetzt nicht verschissen. Ja, Schweden schließt Häfen. Dafür ist ein bisschen spät. Libyen startet ein Heilmittel. Oh ja, das geht gerade gut ab. Oh, das ist schön. Das ist wunderschön. Das ist doch echt wund... Alter. Z-Com... Ja, die Polen wieder. Wieder mal die Polen. Ja, okay. Aber weißt du was, Polen? Nicht mit mir. Nicht mit mir, ihr Polen, diesmal. Wir werden... Ja, was wollt ihr tun? Es werden alle Tote zu Zombies und das Heilmittel wird nicht mehr rechtzeitig. Weil die werden ja auch standardmäßig zu Zombies. Ich werde sicherheitshalber mal hier die Horde machen, aber tendenziell sollte sich Polen von selber erledigen, weil die Infizierten in der Z-Com-Basis werden ja auch zu Zombies, oder? Müsste ja eigentlich so funktionieren, gell? So, plus die Zombies werden geiler. Plus Horden. Dann schicke ich noch mal ein paar von den Nachbar-Zombie-Horden. Zombies vernichten Italien. Okay, nice, nice. Alter, das sind viele Punkte gerade. Geil. Ja, dann bitte. Kommt nach Polen, liebe Zombies. Wobei, halt, stopp. Ich werde das jetzt hier nochmal ein bisschen größer machen. Ich hoffe, dadurch werden die Horden schon größer. Wow. Das hat viel gebracht. Egal, dann nochmal. Oh, oh ja. Oh ja, das gefällt mir. 45% wird die Menschheit nicht mehr retten. Paar tausend Zombies in Polen. Ja, okay. Nee, komm, die Z-Com wird das auch schaffen, gell? Ich werde sie jetzt sicherheitshalber nochmal ein bisschen buffen. Nicht, dass die Z-Com in Polen dann doch noch am Ende die Oberhand gewinnt. Wie viele sind jetzt in Polen noch? Ach Gott, 28 Millionen Zombies gegen 1 Million Infizierte. Ich mach die Zombies noch einen Ticken geiler. Plus, ich werde die Horde machen als nächstes durch diese Punkte, genau. Und jetzt werde ich gleich hier Polen... Ah, das verschwindet, oder? Komm. Okay. Polen, fuck you. Nicht schon wieder. So, Polen werden wir jetzt einfach komplett mit Millionen von Zombies überrennen. Ja, hier so 1 Million Zombies noch extra. So. Nur noch Zombies in Polen. Die Z-Com wurde ausradiert. So. Ah, das hier oder das hier?
bin fast dafür, dass sie länger leben, damit sie nicht noch irgendwie Infizierte sind nur mehr 2 Millionen. 1 Million. Okay, wir machen sie nochmal einen Ticken stärker. Verreckt alle! 2,5 Milliarden Zombies gegen 160.000 Infizierte, die komplett verstreut sind. Oh, endlich! Endlich, Alter. World War Sniper 2, die gefühlt mindestens 20. Version dieses Virus, hat die Menschheit ausgelöscht. Mit World War Sniper 2 infizierte Zombies haben die letzten menschlichen Überlebenden aufgespürt und verschlungen. Die Zombies werden verwesen und bald wird die ganze Erde leer sein. Gott im Himmel, danke! Ist jetzt aus? Ach, Gott sei Dank. Die prächtigen Totenerrungenschaft. World War Sniper 2 und dessen Zombies haben die gesamte Menschheit vernichtet. Nichts ist übrig geblieben. Sieg! Alter, okay, das war eine Geburt über jetzt insgesamt wie viel? 10 Tage? Nicht 10 Parts, aber hier, wie viele Parts waren das? 4? Ich glaube, in einem Part haben wir angefangen, dann gab es 2 Parts, wo ich gefailt habe, und das ist jetzt, ja, also ja, 4 Parts müssen das gewesen sein. Oder zumindest 3, aber das war, holy shit, und wir haben 160, also wir haben wie viel, 5 Jahre gebraucht? Nicht ganz 5 Jahre, oder? Ja, nicht ganz 5 Jahre, so 4,5, 4 und ein bisschen was Jahre, nicht ganz 5, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, wir haben erstmal lange gespreadet, wir haben, ich glaube, bis Tag 1200 haben wir noch keine Zombies gehabt, weil ich einfach nur sicher gehen wollte, dass wirklich jeder infiziert ist. Aber ja, die Gesundheitszahl nimmt dann halt auch irgendwann immer drastischer ab. Ganz am Ende hat es dann wieder so einen Dip. Also die letzte Milliarde infiziert sich dann schon wieder schwieriger, aber gerade so zwischen, ja, jetzt sehen wir schon hier, ja, jetzt geht's gerade noch gut runter, aber jetzt, schaut mal, jetzt wird hier bei Gesunden, infizieren sie sich immer langsamer und langsamer, 180, 160, nicht 100, 120, ja, gerade jetzt hier Botswana war am Ende noch, ja, sag ich ja, bis Tag 1000. Ich glaube, den ersten Zombie haben wir bei Tag 1400 oder was gehabt. Also wir haben dann innerhalb von ein paar Monaten mehr oder weniger alles ausgelöscht. Erste Zombies an Tag 1500. Also wir haben innerhalb von 4 Monaten dann alles ausgefickt. Inklusive diese, ja, hier sieht man die Zombie-Ströme, die ich hier immer reingesteckt habe. Gott, das habe ich mir jetzt echt verdient. Und am Ende alles leer. So lobe ich mir das. Und wir haben neue Seuche und Gene entdeckt. Die reduzierte Autolyse-Gentyp und der Nanovirus-Seuchentyp sind entdeckt und freigeschaltet worden. Das werden wir uns definitiv heute noch anschauen. Nanovirus, außer Kontrolle geratene winzige Maschinen mit Killswitch. Das heißt, ich kann instant alle... Das heißt, wenn das wirklich so ist, wie ich mir das gerade gedacht denke, würde das bedeuten... Oh, das hier wird schwierig, weil ich glaube, da ist die Tödlichkeit von Anfang an wahnsinnig hoch. Aber hier Nanovirus würde bedeuten, dass ich tatsächlich eine Fähigkeit habe, die dann DNS-Punkte kostet. Wenn ich die aktiviere, sind instant alle Infizierte tot. Was heißt, das Infizieren wird sehr schwer. Okay, und reduzierte Autolyse. Ich glaube, hier mit rote DNS ist schon nicht schlecht. So, Inaktivität ist, glaube ich, auch ganz nice. Gene einfügen, Landbonus. Wo ist jetzt hier diese Autolyse? Bonus-DNS, ich weiß nicht, was hier korrekt ist. Aber hier Autolyse, das ist, glaube ich, für andere Typen, oder? War nicht hier sowas wie mit dem Art... Genau, hier, reduzierte Autolyse, verringert Verwesungsgeschwindigkeit von Zombies leicht. Wow.
Okay, das heißt, das ist echt nur sinnvoll, wenn man das... Das heißt, jeder weitere Durchgang mit den Zombies ist einfach leichter. Gut, und da ich jetzt nicht weiß, was von den beiden hier jetzt sinnvoller ist, ich nehme mal an Inaktivität, weil wenn Infizierung schwierig wird von allen, dann... Egal. Wir schauen erstmal. Fortfahren. Normal, okay. Da bin ich jetzt schon mal gespannt. Sniper Nano. Ne, nicht Naun, Nano. 1. Ganz schlicht. Gut, ich würde sagen, wenn wir schon hier Nanoviren und so haben, fangen wir doch in USA an. Und da bin ich jetzt gespannt. Wir sind da. Was können wir so? Okay, das ist der ganz, ganz übelste Standard-Screen. Das ist auch ganz übelster Standard-Scheiß. Das hier ist nicht ganz... Radikalelemente stabilisiert. Beginne mit Isolierung des Killswitch durch Stabilisieren des aktiven genetischen Schutzes. Mehr Zeit, bevor Heilungssignal wirksam wird. Hacke Teile des Heilungssignals und unterbrich es, um zukünftige Aussendungen zu verlangsamen. Beginne mit Isolierung des Killswitch. Mehr Zeit, bevor Heilungssignal wirksam wird. Hacke Teil des Heilungssignals, unterbrich es. Moment, das ist komplett das Gegenteil? Okay, ich weiß noch nicht so ganz genau, was das macht. Wir schauen einfach mal. Sniper Nano 1, das schaut aus wie Sniper Nano Io, er hat den ersten Menschen infiziert. Okay, da gab es jetzt noch keine geile Hinweise. Oh, Tipp, genau das wollte ich. Ist ein Nanovirus eine künstliche Lebensform aus einem Labor. Die Menschen senden einen Killcode, um dich zu heilen. Zerstöre sie, bevor sie dich abschalten können. Also Killcode ist heilen. Zukünftige Aussendungen verlangsamen. Mehr Zeit, bevor Heilungssignal wirksam wird. Das hört sich beides gut an. Ich nehme die beiden mal als die ersten. Und wir schauen einfach mal. Was? Was? Bitte was? Bitte was? Hallo? Geht's euch noch gut sonst? Aber ja, gell? Sonst geht's euch echt noch gut. Ich mach mal die beiden und jetzt schau ich mal ein bisschen Ansteckung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das spielen soll. Oh, ich glaube, die beiden Sachen... Ansteckungsgefahr in armen Ländern, in ländlichen Gebieten. Ah, hier, das macht ein bisschen was. So. Erstmal Ansteckungsgefahr so ein bisschen hochtreiben. Holy moly. Schweres Erdbeben in Deutschland. Ja, okay. Aber holy fuck. 300 Tage? Willst du mich verarschen? Ist das, weil ich in den USA gestartet bin? Oh, das hier ist gut. 6 Punkte. Komm, gib mir noch einen. Danke. Ah, das ist gleich viel. So, als nächstes werde ich die beiden machen, weil ich glaube, dadurch werde ich das hier ausbremsen. Habe ich irgendwie verschissen dadurch, dass ich in den USA angefangen habe? Oder ist es einfach... Was? Paywall? Okay. Komm. Genau. Zukünftige Aussendungen zu verlangen. Ist das einfach nur die Zeit, bis hier der Killswitch... Also, bis ich quasi meine... Wisst ihr... Wow, ich habe schon viele Tote. Oh, scheiße, das heißt... Überlade, erhöhe Ansteckungsgefahr deutlich. Überladung schädigt... senkt Ansteckungsgefahr längerfristig. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nehmen wir einfach mal den hier. Werden mehrere Wochen immun gegen das Heilmittel. Das hört sich nicht schlecht an.
Die Infizierten nehmen halt in regelmäßigen Abständen, glaube ich, ab. Und ich glaube, wenn das Heilmittel fertig ist, werden die Infizierten schnell den Toten weichen. Das heißt, ich darf hier nicht alle töten, ich muss alle infizieren. Das ist das Problem. Nicht, dass ich nicht alle tot kriege, sondern dass ich nicht alle infiziere eventuell. Oh, das ist ja mal eine bisschen andere Herausforderung. Also nicht 100% anders wie zum Beispiel mit dem Zombie-Virus, aber doch anders. Das heißt, wir müssen hier echt schauen, dass wir die Ansteckungsgefahr am Anfang gut hochpushen. Ja, das hier bringt halt nichts. Wir müssen die Ansteckungsgefahr hier hochtreiben. 11. Ja. Ey, das ist sogar geiler und kostet weniger. Dann kann ich vielleicht in eins von den beiden investieren gleich. Ah, das wird wieder tricky. Das war die erste Welle an Toten, die mir hier... Oder habe ich das ausgelöst? Hecke und zukünftige... Genau, das Heilungssignal ist das, was die Menschen tot macht, nämlich. Weil dadurch wir eingedämmt werden. Um zukünftige Aussendungen zu verlangsamen. Oh, das war, glaube ich, die beiden haben, glaube ich, dafür gesorgt, dass nach den Initial-Toten jetzt nur mehr ganz wenig Tote sind. Gene manipuliert, okay. Okay. Ich glaube, sie können uns gar nicht mit einem Heilmittel wirklich direkt heilen. Ich glaube, wenn das Heilmittel fertig ist, wird diese Zahl nur schneller ansteigen. Und das könnte echt problematisch sein. Okay, überlade mehrere Wochen immun gegen Heilmittel und erhöht Anfälligkeit. Okay, und das hier senkt Ansteckungsgefahr langfristig. Das ist gerade am Anfang, glaube ich, noch nicht so toll, wenn das... Oh, nein, ist Überladung des Störsenders. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Kann ich das irgendwie wieder reinkriegen? Kann ich die Meldung wieder reinkriegen irgendwie? Kann ich die Meldung... Gab es hier nicht eine Taste für den Schmarrn? Gab es hier nicht eine Taste für die News? Scheiße. Jetzt habe ich das natürlich nicht gelesen, ich Idiot. War das nicht irgendwie so eine Taste? Ich gehe jetzt alle Tasten mal durch. Vielleicht funktioniert ja was. Ha! R, aber das blendet nur das ein und aus. Nein, scheiße, das heißt, ich kann das nicht nochmal sehen. Scheiße. Damn it. Ha, Überladung. Wurde durch Überladung beschädigt. Immunitätsbonus gegen Heilmittel abgelaufen. Ist das das hier? Ah, nee, das hier, nee, das hier in der Mitte hatten wir gar nicht. Überladung. Oh, das hier. Ach, nur mehrere Wochen. Oh. Oh, ist das vielleicht dann so eine letzte Reserve, die ich hätte noch nicht angreifen sollen? Ansteckungsgefahr geht hoch. Oh ja, die Toten gehen hoch. Scheiße. Das ist jetzt nicht so toll. Das ist jetzt nicht so toll. Shit. Komm, arme Länder. Arme Länder, ihr seid viele. Oh, scheiße. Neue unscheinbare Krankheit breitet sich aus. Erster Todesfall in den USA. Was? Da gab es schon Millionen. Oder Tausende zumindest. Deutschland droht zu fallen. Die sind bis gerade noch nie mal infiziert gewesen. Oh, scheiße. Okay, wir müssen definitiv schauen, dass wir schneller abgehen. Okay, Fähigkeiten. Ich muss instant das hier machen, wenn ich es mir leisten kann, glaube ich. Sonst bin ich am Sack. Übelkeit mutiert. Ja, okay. Passt schon.
Oh, ich kann es mal leisten, okay. Überladung senkt Ansteckungsgefahr längerfristig. Ich weiß halt nicht, ob das so geil ist aktuell. Ich mach das mal kurz, bevor das hier fertig ist. Okay, jetzt haben wir gut Punkte gerade. Das heißt, ich werde nochmal, da wir jetzt nicht mehr wirklich traveln müssen, werde ich jetzt einfach hier die Punkte... Oh, das hier ist gut. Oh, das geht aber mit der Tödlichkeit auch hoch. Ah, scheiße, das ist weniger toll. Das macht zwar auch die Tödlichkeit etwas hoch, aber... Komm, in trockenen Gebieten. Gerade trockene Gebiete sind... Ja, komm. Trockene Gebiete. Das hier mache ich, wie gesagt, kurz bevor das Heilmittel fertig ist, weil ich echt Angst habe gerade. Ja, die Toten gehen hoch. Scheiße. Zum Beispiel Grönland. Es gibt noch ein paar Länder, die noch nicht infiziert sind, was echt doof ist. Komm, Arzneimittelresistenz. Senkt Forschungsgeschwindigkeit. Und Genombildung, also Sequenzshuffling. Das sollte das hier ein bisschen runtertreiben, genau. So. Geben wir es nur mal ein bisschen runter. Komm. Danke. Okay, das war nichts Wichtiges. Habe ich schon gesehen. Okay, wir kriegen nicht mehr viele Punkte. Von daher... Wir brauchen Kälteresistenz, damit es endlich in Grönland Fuß fassen kann. Plus... Noch will ich ehrlich gesagt nicht, dass es irgendwie die Ansteckungsgefahr fickt, weil die ist gerade eh nicht so toll. Komm, per Boot soll es noch ein bisschen besser übertragen werden. Und ein Neuschaffel gönnen wir uns noch. Oh, Grönland. Philippinen müssen jetzt noch sein. Australien ist führend, okay. Oh, und damit... Waren das nicht? Waren das nicht die Philippinen? Okay, dann nicht. Egal, Philippinen, komm. Seid geil. Seid geil, Philippinen. Oh ja, oh ja, das schaut gerade gut aus. Und Philippinen sind auch noch infiziert. Sehr gut. Erhöht Ansteckungsgefahr deutlich, aber nicht langfristig. Oh, das heißt, das ist ein kurzzeitiger Bonus. Das heißt, das könnte ja gerade am Anfang gut sein. Ja, dann glaube ich, machen wir nochmal den hier, damit sie uns nicht direkt ficken. Und dann würde ich sagen, das hier war 33 Punkte, okay. 33 oder 35 Punkte, eins von den beiden brauchen wir jetzt. Und das heißt, jetzt am Ende müssen wir im Long Game, also im Long Game müssen wir dann doch tödlich sein. Oh, wow. Das macht deutlich mehr Tod. Zysten mutiert, sehr gut. So, und damit sollten wir rein theoretisch gut dabei sein, oder? Machen wir das gerade wirklich beim ersten Mal, nachdem ich so lange... Ja gut, aber es ist nur die Inaktivität beim Zombie-Virus gewesen. Der Rest war ja easy peasy. So, Schwere geht dadurch auch nochmal gut hoch. 7% sind tot. Immer noch 7%. 11%. Gut, dann würde ich sagen, Schwere deutlich erhöhen. Und dann nochmal hier ein bisschen die Tödlichkeit mit systemischer Infektion. So. So, ein paar Länder sind noch, wo es Gesunde gibt. 19 Millionen, 19,1 Millionen. 13 Millionen. Überempfindlichkeit. Okay, was macht Überempfindlichkeit eigentlich? Ach, hier. Reiche Regionen sind besonders betroffen. Soll das irgendwie ein gesellschaftlicher Kommentar sein? Aber ganz ehrlich,
Das Heilmittel ist ja Gott sei Dank mal wirklich langsam. Eine Million Menschenleben. Komm, dann ficken wir sie jetzt richtig. So hohe Ansteckungsschwere und Tödlichkeit hatten wir noch nie. Vielleicht bin ich jetzt auch echt gut geworden durch das schwere Necro-Virus. Oder das ist einfach ultra... Habe ich auf einfach geklickt? Ich habe doch vorher nicht auf einfach geklickt. Alle sind infiziert. Alle sind gleich tot. Weil das hier plus das hier... Alter, wir maxen out tatsächlich. Beinahe haben wir Maximum... Also wir haben Maximum Schwere und fast Maximum Ansteckungsgefahr und Tödlichkeit war auch noch nie so hoch bei uns. Holy moly. Also nach den letzten Parts muss ich echt sagen, ist das jetzt hier echt übel. Komm, Abszesse sollst du ja auch noch kriegen. Ich mag die Menschheit echt nicht offenbar. Oder unser Nanovirus. Ja, und dadurch, dass ich so früh hier die alle entwickelt habe und dann noch genetisches Shuffling reingebracht habe, haben die Wissenschaftler echt überhaupt keinen Plan und keinen Bock mehr gehabt und sagen, okay, wir sterben lieber, anstatt diesen Bullshit weiter zu machen. Das Teil verändert sich ständig und dann auch noch so schwer und nee. Können wir noch irgendwas machen? Ja, komm. Ansteckungsgefahr ist jetzt wirklich kurz vor Maximum. Und... damit würde ich sagen, haben wir alle Menschen auf dem Planeten mal wieder. Wird die Menschheit vernichten? Genau. Haben wir. Und zwar in 3, 2, 1. Und ausgelöscht. Sehr gut. Easy. Hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Nanovirus-Sieg. Holy moly, Alter, das war ja gar nichts im Vergleich zu dem Necro-Virus. Das war ja Kindergeburtstag. Ich habe nicht mal gewusst, was das ist. Also am Anfang, dadurch, dass am Anfang das Heilmittel bei, keine Ahnung, jetzt war das Gefühl schon bei, nach 200 Tagen auf 50% oder was, hat mich das echt verschreckt. Aber irgendwann hat uns durch die Ansteckungsgefahr echt einfach nur alles, vor allen Dingen, weil die Tödlichkeit, die kommt ja schon mit dem Virus mit. Das heißt, ich muss sie nur ein bisschen am Anfang eindämmen. Und sobald, wie jetzt beispielsweise, knapp eine Milliarde infiziert sind und die Ansteckungsgefahr hoch ist, erledigt es sich ja quasi von selber. Seht ihr, wie der Shift gerade war? Von einer zu 6 Milliarden Infizierten. Das war innerhalb von 2 Monaten oder was. Also das war... und fertig. So, und dann sterben jetzt nur noch die letzten paar. Warum steht hier eigentlich 623 Tage und hier 622 Tage? Ach, das ist am Tag danach ist die Menschheit tot und das ist... an dem Tag ist der letzte Mensch gestorben oder was? Und das war nur 3-Sterne-Wertung, das war mein erster Try. Heilmittelfortschritt ist auch nicht so hoch. Gegen Komplex? Was willst du eigentlich von mir, Spiel? Blaue DNS-Gentyp und Biowaffen sind freigeschaltet worden. Das Biowaffe hört sich aber echt böse an. Plus wir haben nach der Biowaffe auch noch Affengrippe und Schattenpest. Tödlicher Erreger vernichtet alles. Das könnte noch schlimmer als der Nanovirus sein. Und ja, übrigens sind die alle, eigentlich so ziemlich alle rot, außer der Necro-Virus, der ist fast schwarz und der Neurax-Wurm ist so gelblich. Gut, die beiden Bonus-Count ich jetzt hier nicht dazu, weil das halt Bonus-Sachen sind. So, und zwar, ich möchte jetzt nur ganz kurz schauen, was das bedeutet, blaue DNS. Erhalte Bonus-DNS durch das Zerplatzen von blauen Heil... Oh, das ist gut. Das ist gut, weil das heißt, sobald das Heilmittel im Gang ist, kriege ich Bonus-DNS, um es so ein bisschen zu kontern. Könnte geil sein, könnte aber auch gerade bei sehr tödlichem Erreger, wo ich echt schauen muss, dass alles möglichst down bleibt. Es kann sein, dass der tödliche Erreger echt auch nicht heilbar ist, als Special von dem, sondern mir einfach nur zu schnell alle Infizierten platt macht. So ein bisschen wie der gemacht hat, nur in viel extremer.
Aber ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bei Let's Play Plague Inc. Evolved. Heute war es echt mal wieder geil, nachdem es die letzten zwei Parts richtig frustig war. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Bis zum nächsten Mal, sage ich dann. Tschüss, Leute.